vergessen, die Enkel abzuholen? Oder die falsche Zutat für die Lieblingssuppe genommen? Kein Grund zur Panik. Doch wenn das öfter vorkommt, steckt vielleicht etwas dahinter. Denn erste Anzeichen einer Demenz ähneln dem ganz normalen Alterungsprozess, der häufig mit dem Nachlassen geistiger Leistungen einhergeht. In Wien leben ungefähr 30.000 Menschen mit Demenz. Die Dunkelziffer ist sehr hoch. Bis zum Jahr 2050 wird sich diese Zahl laut ExpertInnen verdoppeln. Das Risiko steigt zwar mit dem Alter, aber auch jüngere Menschen sind davon betroffen. Anzeichen sollten ernst genommen werden. Je früher, desto besser. Für eine Abklärung wende dich an HausärztInnen oder eine Gedächtnisambulanz. Dank unterschiedlicher Unterstützungsangebote, wie zum Beispiel Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen, erhalten Betroffene und Zugehörige nach der Diagnose Tipps für den Alltag. Menschen mit Demenz sind nicht von einem auf den anderen Tag handlungsunfähig. Ihnen soll weiterhin die Möglichkeit zur Selbstbestimmung und Teilhabe erhalten bleiben. Dabei können wir alle unterstützen, indem wir Betroffenen ein sensibles, aufmerksames und geduldiges Umfeld bieten. Wenn du siehst, dass in deinem Umfeld jemand Hilfe benötigt, biete Unterstützung an. Gestaltet die gemeinsame Zeit so gut wie möglich und nehmt bei Bedarf Hilfe an. Das kann helfen, den Rückzug von Betroffenen und deren Bezugspersonen zu verhindern. Denn ein gutes Leben mit Demenz braucht eine solidarische Gesellschaft und geht uns alle an. Informiere dich beim FSW KundInnenservice 01 24 524 täglich von 8 bis 20 Uhr und bei deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt.